Herzlich willkommen zurück zu Demon's Souls. Ja, der letzte Part war, ja, außer der Bosskampf vielleicht, aber ansonsten war er nicht so interessant. Da haben wir mehr andere Dinge noch erledigt. Aber muss ja auch sein, gehört ja auch dazu. So, dann kümmern wir uns mal jetzt hier um die Bogenschützen. Nummer 1, Nummer 2. Nummer 3. Und guck mal, was da hinten auf uns wartet. Heidi, Heido, mein Gott. Ach, wir hätten ja jetzt die ganzen Seelen noch machen können. Ah, da müssten wir nochmal zum Nexus zurück. Ah, würde ich schon gerne noch machen. Also die Seelen. Ich weiß jetzt nicht, was der hatte hier. Na, nur Fokus. Wollen wir das eben noch schnell machen? Die Seelen ploppen und dann, ja, die drei Gegner hier, die lassen sich ja schnell. Das machen wir eben mal noch. Ich gucke aber erstmal, ob wir überhaupt so viel zusammenkriegen. Weil 65.000 müsste es ja dann schon sein. So, dazu nehmen wir mal das raus und das raus. Und setzen mal die hier ein. Die. Die. Ah, ich glaube schon, das könnte reichen, weil das sind ja hier gute Seelen. Haben wir dann noch eine? Ne, haut genau hin. Wir gucken erstmal. Oh, die gibt schon 8.000. Wir müssen auf jeden Fall über 65.000 kommen. Reicht wohl doch nicht. Nee, das reicht bei weitem nicht. Na, dann lassen wir das mal so. Na gut, dass wir die hier schon geploppt haben. So, dann möchte ich jetzt aber unser gutes Kraut reinlegen. Ja, nehmen wir jetzt das Vollmond und brauchen dann noch, ja, frische Gewürze erstmal für den Weg. Das reicht. So. Nimm mal gleich mal eins. So, wie mache ich das jetzt? Irgendwie muss ich die einzeln weglocken. Ah, sie kommt schon. Ja, ja. Immer schön ausweichen, ne? Ja. Das war ging in die Hose. Der hat nochmal getroffen. Na, da weicht sie wieder aus. Aber die weicht, glaube ich, nicht bei jedem aus. Da ist er reingesprungen. Die will gar nicht hierher kommen. Oh, jetzt wird es knapp. Jetzt müsste ich ein Gewürz nehmen. Oh ja, die haut gut zu. Komm schon. Ach, verdammt. Lass mich in Ruhe. Ich muss ein Gewürz nehmen. Am besten gleich noch eins. Ah, da kommt sie auch gleich. Angebottet. Ja, die macht ganz schön Schaden, muss ich sagen. Aber jetzt haben wir sie. Ja, ist ein leichter Weg. Dann nehmen wir hier auch noch eins. Jetzt haben wir ja fast unsere. Und die Phantome tauchen ja nicht mehr auf. Also ich glaube, wenn wir die platt haben,
könnten wir eigentlich nochmal Nexus und ein Level verteilen. Vielleicht nochmal das ein bisschen mehr Zauber. So, ja, der Bogenschütze. Der soll noch mal da hinten bleiben. Ich will mal den Gorilla hier erst. Der kommt da auch nicht weiter. Ist natürlich für mich gut. Den hätten wir. So, jetzt müssen wir noch den Bogen schützen. Nein. So. Ja, machst du auch einen Ausweicher. Aber gelingt dir natürlich nicht immer. Oh, haut auch ganz schön rein. Das war's aber, Milady. Das Schöne daran ist natürlich, an diese Phantome, dass die was hinterlassen, ne? Das ist in Dark Souls, ist das nicht so. Einen weißen Bogen. Muss ich dann gleich mal gucken, ob der vielleicht besser... Aber ich glaube, da haben wir auch nicht die... Ja, und er hätte hier wieder dieses, sein Schild, das habt ihr ja gesehen, ne? Dieses fette Schild, das hätte er dann wieder. Aber was den Bogen betrifft, 100. Kann ich den denn... Nee, der braucht 24... was war das noch? Beweglichkeit bräuchte der 24, um den zu nutzen. Hat aber dafür eine Reichweite. Ansonsten würde er hier von den 100 Schaden, würde er jetzt 67 abgezogen kriegen. Das wäre blöd. Das wäre blöd. Oh, immer noch ein Gewürz. So, dann hätten wir die auch. Jetzt könnten wir zwar leveln, aber andererseits... nö. Lassen wir erstmal. Ja. Hat er mir den jetzt... was ist das denn jetzt? Nachricht schreiben will ich nicht. Ah, packt er nicht da rein. Das ist sehr gut. Da hinten müsste noch mal eine Echse kommen. Aber eigentlich ist es ja sehr unwichtig. Ich mach mal hier die Bretter weg. Wegen Fluchtweg und so. Ja, habt ihr das schon gesehen? Die ist, glaube ich, schon... Die rennt, glaube ich, schon da hinten. Na, lass es abhauen. So, das noch weg. Das noch weg. Wenn wir nur zu hängen bleiben. Hört er wieder dieses Geatme? Wie von Star Wars. Komm raus. Du Tiger. Ich schätze mal, den hätten wir auch im Nahkampf jetzt locker platt gemacht. Wäre ich jetzt auch mal Neumondgras. Ich glaube, jetzt kommen Bogenschützen. Ja, man hört sie schon. So. Jetzt dürfte noch so ein anderer Fuzzi kommen. Wo ist er? Ach, da ist schon der. Ich meinte aber den hier. Uiuiuiuiui. Nein, was? Hm. Ah, ich habe noch überlegt. Springst du runter, machst du den unten... Ja, wenn sie einen treffen, mein Schild, das hat nun mal nicht die
die besten Abwehrdinger. Na gut. Dann machen wir das nochmal. Aber die Phantome sind ja nicht mehr da. Das ist ja dann schon mal gut. So, die hätten wir. Kann ich auch nicht mehr nehmen. Naja, ist egal. Ist egal, eigentlich brauchen wir auch nichts mehr. So, wie gesagt, die roten Phantome sind jetzt weg. Vielleicht können wir ja jetzt die Echse erwischen. Die wollte gerade fliegen. So, die haben wir, aber ich glaube, wir können eh nichts aufnehmen. Alter Schwede. Der macht gut Schaden. Vielleicht sollten wir den anderen dann auch... Na gut, hätte er mich nicht pariert. Also so Art kurz gelebend. Zu schwer. Hm. Naja, brauchen tun wir sie wahrscheinlich sowieso nicht. Jetzt habe ich eingewürzt umsonst. Ich wollte einen anderen Knopf drücken. Ich wollte hier ein bisschen das wegmachen. So. Jetzt nochmal das Ganze. So. Jetzt der. Man hört ihn auch schon wieder atmen. Wo steht er? Da oben. Jetzt kommt er. Eigentlich ganz leicht, der Kunde mit Magie. Ja, können wir auch nicht tragen. Ist egal. So, jetzt kommt aber ein Gegner. Das könnte eine Weile dauern. Hm, jetzt muss ich mal gucken. Ab wann der sein... Ach so, da kommt erstmal eine Sequenz. Okay. Da ist er auch schon. Ruhig. So, da vorne ist noch ein Magier. Ich gucke mal, ab wann der, ab jetzt tut der Feuer speien. Aber ich glaube, hier dürfte uns das noch nicht tun. Aber den Magier, der kriegt immer schön auf den Pelz. Ja. Da hast du dein Feuer zurück. So. Und zwar würde ich den gerne hier schon töten. Guck mal, dass er aufhört mit seinem Feuer. Ja, jetzt hört er auf. Weil... Guck erstmal, wie viel Schaden ich mache. Ja, 15. Aber da dürften ja 600 Pfeile reichen. Ja, ist jetzt ein bisschen langweilig. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich so erzählen soll. Ich weiß nicht, ob man mehr Schaden macht, wenn man den Kopf trifft. Aber da er den ja bewegt, ist es jetzt... schwerer.
Ne, 11 Schaden. Nein, ballern wir doch mal lieber hier rauf. Ja, und zwar will ich den hier schon töten, weil der sonst unseren Kameraden da oben, der rennt nämlich dann immer in seine Flammen rein. Und wenn wir es nicht schaffen, rechtzeitig da hoch zu gehen, aber der Part ist ja schon fast voll. Ich lasse euch noch eine Weile dabei. Wenn nicht, könnt ihr ja den Part hier schon beenden. Und im nächsten Part geht es dann hier direkt weiter. Dann schalte ich euch nämlich wieder ein, wenn der Drachebus noch ganz wenig Leben hat und kurz vorm Verrecken ist. Ich hoffe mal, dass die Pfeile auch ausreichen. Dann mache ich den Part mal so bei 18 Minuten, würde ich sagen. Also lasst euch jetzt noch so 2 Minuten dabei. Ist ja uninteressant. Da könnt ihr mir ja vielleicht mal schreiben, wie ihr den Drachen, ob ihr den hier oder ob ihr den dann erst da oben gekillt habt und ob ihr das geschafft habt, den schnell genug zu töten, bevor er dann diesen anderen da, den man befreit hat aus der Zelle. Weil der rennt nämlich dann da immer wieder hoch und wird durch die Flammen immer wieder zurückgestoßen. So, ein bisschen schneller kann ich eigentlich schießen, wenn ich jetzt immer nur klicke. Ja, und ich will den einfach nicht. Weil es ist nämlich auch sehr schwer, da hochzukommen. Da kann man nämlich auch noch ein paar Mal sterben. Da muss man genau abpassen mit seinem Feuer da und dann irgendwie immer rollen oder so. Ja, ist etwas langweilig, ich weiß. Na gut, dann würde ich sagen, mache ich hier mal Schluss und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn der Drache nur noch ganz wenig Leben hat. Und ich mache den Rest jetzt hier, bis er ganz fast am Sterben ist, alleine. Und sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Demon Souls. Und vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich natürlich über Bewertungen und Kommentare freuen. Tschüss.